In diesem Video schauen wir uns an, warum du bei Krafttraining mit externen Gewichten im Kindes- und Jugendalter extrem vorsichtig sein solltest und oft mehr kaputt machen kannst, als Nutzen stiften kannst. Hi, mein Name ist Alex Delpy, ich bin studierter Sportwissenschaftler und habe mich auf die Bereiche Fitness, Athletik und Belastungssteuerung im Fußball spezialisiert. Bestimmt hast du schon mal von dem Mythos gehört, dass Turner so klein sind, weil sie so früh mit Krafttraining anfangen. Hast du aber wahrscheinlich gedacht, ja, da ist nichts dran, das stimmt nicht, das ist ein typisches Dorfgeschwätz. Dann wird es dich jetzt überraschen, wenn ich dir sage, dass da tatsächlich was dran ist und dass das kein Mythos ist. Viele Turner sind so klein oder bleiben so klein, weil sie im frühen Kindes- und Jugendalter bereits mit extremem Krafttraining beginnen und dabei ihren Bewegungsapparat langfristig kaputt machen, so dass sie nicht mehr wachsen können. Schauen wir uns mal genau an, was beim Krafttraining mit externen Gewichten im Körper passiert. Nun, grundsätzlich wirkt natürlich beim Krafttraining mit externen Gewichten ein starker Reiz bzw. teilweise sogar ein extremer Reiz auf den Bewegungsapparat, natürlich abhängig von Gewicht und Wiederholungszahl. Der Körper passt sich natürlich wie bei jedem Reiz auf diese Belastung an. Das macht er optimalerweise anhand der Superkompensation, die ich dir hier oben einblende, indem er seine Muskeln stärkt, seine Sehnen stärkt und auch seine Knochen stärkt. Insbesondere gehen wir jetzt hier auf die Knochen ein, denn die Knochen sind die anatomische Struktur, die sich in einer besonderen Art und Weise an dieses Krafttraining anpassen. Auf diesem Bild siehst du einen ganz normalen Röhrenknochen, hier der Oberschenkel. Wichtig sind für uns nur drei Begriffe, von der Mitte nach außen: die Diaphyse, die Metaphyse und die Epiphyse. Die Epiphyse ist der Teil des Knochens, der am weichesten ist, also der noch nicht vollkommen hart ist und der vor allem bei Kindern und Jugendlichen für das Wachstum zuständig ist. Also die Epiphyse, musst du dir so vorstellen, ist quasi ein kleiner Teil, ein kleiner Spalt des Knochens, der noch nicht vollständig verknöchert ist, also noch nicht vollständig fest. Und hier wächst der Knochen, hier wird der Knochen länger. So, und wenn jetzt ein extremer Reiz oder mehrere extreme Reize durch Krafttraining mit externen Gewichten auf diesen Teil des Knochens wirken, dann passt sich der Knochen an, auch in der Epiphyse, und sagt: Hoppala, Epiphyse, du musst hier was machen, denn wenn weiter so hohe Reize kommen, kann es sein, dass du brichst. Und ich möchte mich natürlich nicht verletzen. Und so passiert es, dass die Epiphyse verknöchert und kein Längenwachstum des Knochens mehr stattfindet. So, und auf gut Deutsch bedeutet das: die Kinder, die Jugendlichen werden nicht mehr größer. Aber keine Angst, von einmal Krafttraining, von einmal Fitnessstudio passiert hier natürlich gar nichts. Entscheidend ist die Dosierung, welches Gewicht und wie oft wirkt der Reiz. Und pauschal kann man das natürlich nicht sagen, denn der eine Körper, der eine Knochen passt sich schneller an als der andere. Und im Umkehrschluss bedeutet das natürlich, für den einen Spieler reicht möglicherweise zweimal Training pro Woche mit externen Gewichten aus, damit sich die Epiphysenfuge verknöchert. Für den anderen Spieler muss es nichts bedeuten. Möglicherweise reicht auch schon einmal Training in der Woche aus. Pauschal kann man das nicht sagen. Was man aber sagen kann, ist, dass die Gefahr besteht, und wenn die Epiphyse mal verknöchert ist, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, sie zu entknöchern. Also das Längenwachstum ist dahin. Jetzt wäre es natürlich noch interessant zu wissen, ab welchem Alter man ohne Probleme mit externen Gewichten trainieren kann. Auch das kann man leider nicht pauschal beantworten. Denn die Entwicklung der Jugendlichen verläuft nicht immer gleich. Der eine entwickelt sich schneller, der andere entwickelt sich langsamer. Und es gibt tatsächlich Jugendliche, die bis 22 Jahre noch Längenwachstum haben. Das bedeutet, mit denen dürftest du eigentlich, bis sie 22 sind, nicht mit externen Gewichten trainieren. Natürlich kannst du nachschauen mit einem MRT, denn da siehst du ja, ob die Epiphysenfuge schon verknöchert ist oder noch nicht. Wenn sie verknöchert ist, dann findet kein Längenwachstum mehr statt. Wenn sie nicht verknöchert ist, findet noch Längenwachstum statt. Also ein pauschales Alter kann ich dir hier nicht mit an die Hand geben. Mein Fazit zu der ganzen Thematik: Krafttraining mit externen Gewichten sollte sowieso nur im Herrenbereich, im Damenbereich, also im Erwachsenenbereich absolviert werden, und es sollte, wenn möglich, auch im Profibereich. Amateure können mit anderen Trainingsmethoden viel mehr aus sich herausholen
ohne hier wirklich das Risiko eingehen zu müssen, Längenwachstum vorzeitig für immer zu beenden.